Jetzt lassen wir das mal laufen. Mal schauen. So schlecht sieht das doch gar nicht aus. Ich hoffe, es hat euch mal Spaß gemacht, wieder bei mir zuzuschauen. Das war mal dieser obere Rand, den ich jetzt verlötet, verdrahtet und auch mit einem Lauflicht versehen habe. Ich habe jetzt mal mein einfaches wieder angeschlossen. Mal sehen, ob es dabei bleibt. Das entscheide ich dann, wenn ich das Modell dann fertig mal beleuchtet habe. Da im Original der Hexenlippen natürlich auch hier ein Licht rausscheint aus dieser, ja, wie soll man sagen, aus diesem Balkon, wo sich hier vorne ja die Wippen befinden, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe hier einen Papierstreifen. Den schneide ich mir zurecht, klebe darauf Leuchtdioden, zwar weiße, vier Stück, und zwar diese hier in der Bauform 1206. Die werde ich da drauf löten auf diesen Papierschnipsel, wenn ich ihn so zurechtgeschnitten habe, und dann bringe ich ihn hier unter. Der Streifen ist geschnitten und er passt hier sauber rein. Jetzt kann ich hier auf diesen Streifen die Leuchtdioden kleben. Der Streifen hat jetzt die gleiche Länge wie der Balkon. Jetzt kommt wieder mein Kleber. Kennt ihn alle? Der Faller Expert. Ich benetze den Papierstreifen mit Kleb. Lasse das ein bisschen antrocknen und bringe dann hier außen jeweils zwei Leuchtdioden an. Die eine, dann kommt die zweite. Es wird, wie ihr schon vermutet habt, eine Reihenschaltung. Warum ich immer Reihenschaltungen nehme, hat folgenden Hintergrund. Ich nehme bei der Reihenschaltung die Spannung und reduziere die auf die jeweilige Leuchtdiode. Und somit bleibt die Stromaufnahme die gleiche. Das bringt mir den Vorteil, dass ich keine so hohe Amperezahl habe, die mein Modell hier verbraucht und ich nicht mit so wahnsinnig dicken Kabel arbeiten muss. Des Weiteren nehme ich einen sehr hohen Widerstand, der die Leuchtdiode nicht zur hundertprozentigen Brennspannung bringt, sondern ich kontrolliere, wie hell ist das Licht? Ist das Licht in meiner Helligkeit? Kann ich damit leben? Und danach verändere ich den Widerstand. Ich verwende immer einen 1 Kilo Ohm Widerstand als Eingangswert. Den verändere ich je nachdem, wie die Lichtausbeute hier ist. Ist es zu dunkel? Geht der Widerstand nach unten? Ist es zu hell? Geht der Widerstand nach oben? Und so habe ich im Prinzip hier, ich schätze mal wieder einen 1 Kilo Ohm bei 4 weißen Leuchtdioden in Reihe. Da sagt mir jeder bei 12,8 Volt Spannung, das funktioniert nicht. Doch, ihr werdet sehen, es funktioniert und zwar sehr gut. Ich habe ein schönes weißes Licht,
und eine sehr, sehr geringe Stromaufnahme. Ich schätze mal wieder etwas so um die 2 mA. Wie ihr aber schon wisst, bei Reihenschaltungen ist natürlich immer auf die Polung der Leuchtdioden zu achten. Hier haben wir das Plus, grün markiert die Masse, kommt auf das Plus der zweiten Leuchtdiode. Dann haben wir die grün markierte Masseseite, kommt auf das Plus der dritten Leuchtdiode. Und hier die Masse der dritten kommt letztendlich auf die vierte Leuchtdiode Plus. Und die Masse der vierten Leuchtdiode geht wieder zurück zum Widerstand. Ich bringe jetzt hier keinen Widerstand an, würde sich zwar anbieten, aber es ist einfacher, nachher dann den Widerstand zu korrigieren, wie ich ihn ja will. Und das würde ich mir hiermit verbauen. Ich denke einmal, so müsste das gar nicht schlecht passen. Das lasse ich jetzt ein wenig trocknen. Und auf die andere Seite mache ich dann den zweiten Teil. Diese Kabel wollen alle aufgeräumt werden. Da habe ich noch jede Menge vor. Da sind die Kabel. Auch das bekommen wir noch hin. Jetzt werden die Übergabepunkte angelötet. Hier habe ich die 1 Kiloohm Widerstände, die haben tatsächlich gepasst für die Beleuchtung. Die werden jetzt hier aufgelegt. Ich verbinde jetzt diesen Schriftzug mit diesen Widerständen und werde dann nachher, wie ihr ja schon wisst, kann ich ja diese Schaltung hier, die schrumpfe ich ja immer. Das ist die von Tams. Die wird dann geschrumpft. Und die Käfer kommen dann hier oder hier hin. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich denke mal, dass ich die hier platziere. Da kommen ja 3 Stück hin. 1, 2, 3. Und die N-Transistoren werden hier direkt aufgelötet. Und die Vorwiderstände dann an die einzelnen ICs. Und dann wird das Ganze hier vorn das Lauflicht bekommen. Da ist noch ein weiter Weg vor mir. Dann kann ich den anderen Schriftzug hier rüberlegen. Den habe ich ja zum Verkleben hier unten eingeklemmt etwas. Soweit habe ich das jetzt verkabelt.
Ich habe hier einen Plus-Sammelpunkt gemacht, hier einen Massepunkt, hier sind die Beleuchtungskörper für einmal den Mond, einmal das Dach und einmal noch unten die Beleuchtung des Eingangsbereichs sowie die Beleuchtung der Wippe. Da haben wir hier die Masse, das werde ich jetzt noch beschriften. Jetzt zeige ich euch, wie ich die Transistor anlöte. Das ist dieser IC, den ich hier jetzt verwende. Es ist das Programm 13. Den werde ich jetzt hier auf den Rücken kleben. Und dann kann ich die Verdrahtung beginnen. Von hier zu diesen Vorwiderständen, zu den Transistoren. Und dann müsste das Lauflicht nachher hier am Rand laufen. Die zwei ICs für die zwei anderen Lauflichter habe ich auch schon platziert. Das ist einmal das Lauflicht für die Schrift und das zweite das Lauflicht für die Balkone. Ihr seht, ich habe auch hier die Schaltung geschrumpft. Die Transistoren befinden sich hier hinten mit den Vorwiderständen und hier kommt die Elektronik, die diese ganze Transistorenbatterie hier versorgt. Ich kann jetzt hier einfach nur die einzelnen Anschlüsse mit diesen Transistoren verbinden und dann läuft das Lauflicht schon. Wenn ihr wollt, dürft ihr gern dabei sein. Wie immer muss ich auch hier noch die Anschlüsse verzinnen. Für die einzelnen Kanäle.
Es handelt sich hier um Bausteine der Firma ELG, die ich bei dieser Firma regelmäßig beziehe. Ich werde als erstes hier über diesen Vorwiderstand die Spannungsversorgung anbringen. Hier ist das Plus, hier ist auch das Plus. Da drüben die Masse. Dieser Widerstand, den brauche ich, um einen Reset des ICs durchführen zu können. Hier habe ich meine Masse, hier habe ich mein Plus. Diese Masse, die hole ich mir hier und bringe sie an den IC. Somit sind im Prinzip die zwei Bausteine mit Spannung versorgt und es kann nur noch um die Anschlüsse der einzelnen Kanäle gehen. Wie ich so eine Schaltung schrumpfe, habe ich ja schon in einem Video dargestellt. Das habe ich euch jetzt hier in diesem Video erspart. Ihr seht ja in etwa, wie das nachher aussieht. Und da sind euch ja auch keine Grenzen gesetzt, wie man das macht. Das bleibt jedem alleine überlassen, wie ich die Transistoren anordne. Das muss jeder dann für sich selbst entscheiden. Eigentlich kein Hexenwerk. Ich möchte halt nachher eine aufgeräumte Schaltungssituation hier haben, so dass, wenn man diesen Deckel, da kommt ja noch so eine Abdeckung drüber, wenn man diesen mal abnehmen möchte, dass einen nicht der Schlag trifft. Das möchte ich vermeiden. Und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. So. Die Masseseite ist verdrahtet. Jetzt geht es an die Plusseite. Da gehen wir wieder unter diesen Hebel. Ich fahre hier hinten rüber. Das kann ich nachher hier sauber einkleben und dann schön rüberziehen. So gefällt mir das dann. Ich nehme das in Rot. Dann habe ich natürlich auch gleich die richtige Farbe. Thank you.
Auch hier kommt mir wieder zugute die Kabelfarbe. Ich kann euch nur eins empfehlen, achtet da peinlich genau darauf, dass ihr wirklich euch eine Kanal- und Farbenreihenfolge zurechtlegt. Ich profitiere jedes Mal wirklich richtig davon, weil hier weiß ich genau, grün ist bei mir Kanal 2 und den kann ich dann blind drauf machen, weil ich genau weiß, wo grün drauf ist, ist Kanal 2. Und so habe ich als Kanal 1 immer schwarz, als Kanal 3 immer blau und rot ist dann 4 und Gold 5. Wenn ihr euch das mal angewöhnt habt, dann tut ihr euch bei solchen Projekten wirklich leicht, weil ihr könnt auch bei solchen Schrumpfszenarien natürlich die Farben beibehalten und können dann ja die Transistor irgendwo anders hinmachen und die ICs dann hier zentral und die Farben wieder in der gleichen Reihenfolge zuführen und alles ist gut. So, die letzte Lötung ist erfolgt. Jetzt kann ich mal schauen, ob das wirklich funktioniert hat. So sieht das jetzt aus. Jetzt drehe ich es mal auf den Kopf, um euch das Bild zu zeigen, was sich da bietet. Okay, da müssen wir mit der Kamera noch ein bisschen zurückfahren und siehe da, so sieht die Hexenwippen jetzt aus. Was noch angeklebt wird, ist hier vorne dieses kleine Dach, das kommt noch hin, aber ansonsten, ja, ist das schon so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir machen es jetzt noch ein bisschen dunkel.
Ich habe mich doch umentschlossen. Ich habe jetzt einen TAMS 12 Decoder hier genommen, der hier oben den Schriftzug zum Laufen bringt. Ich finde, er macht hier ein schönes Bild. Der einzige Wermutstropfen ist, ich habe hier nicht einmal den ganzen Schriftzug am Leuchten. Gut, das ist ein Kompromiss, den musste ich halt eingehen. Ich werde jetzt dieses Vordach noch anbringen und dann die Hexenwippen wieder zusammensetzen, so dass auch die Funktion wiedergegeben ist. Darüber handelt dann mein nächstes Video, das ja dann auch das letzte ist, weil dann ist ja das Modell fertig. Ich bedanke mich für die Geduld, für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier mir über die Schulter zu schauen. Es war ehrlich gesagt ein sehr aufwendiges Modell mit sehr viel Zeit und hat trotzdem aber Spaß gemacht. Und ich denke, es kann sich sehen lassen. Ich hoffe, euch wieder begrüßen zu dürfen auf meinem Kanal und wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Govi 1960.